jemand sitzt dort drin. Ja gut, ich sag mal so, dann wäre hier einfach nur eine Schranke, oder? Ist das ein Vogel oder ist das eine Blume? Leute, uns ist was aufgefallen vorhin. Wir haben das Gefühl, bitte korrigiert uns, wenn wir falsch liegen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Wir haben das Gefühl, dass Deutschland das einzige Land ist, das keine Touristen abzockt. Genau. Und liegen wir falsch? Du sagtest, und alle lieben uns, weil wir uns abzocken lassen. Ja, vielleicht. Es gibt kein Land, wo Deutsche nicht gern gesehen werden. Doch, Polen. Manche Leute in Polen mögen die Deutschen überhaupt nicht. Ja, nee, aber wir wurden da auch sau herzlich aufgenommen. Ja, wir schon. Aber ich habe auch gehört von Polen, dass teilweise das blöd ist. Also der Weg zur Kirche rauf ist auch ohne Treppen heftig. Und mit Treppen bestimmt auch. Wir wurden so am Mietwagen geholt. Jetzt klebt das mal einmal hier nur provisorisch. Wo würde das so rutschen? Aber und dann kommt das nicht hier oben dran und nicht hier unten an den. Wenn wir zu Hause sind, muss ich mir mal einen kürzeren Gurt bestellen. Übergangslösung. Quick and dirty gefixt, oder? Der macht jetzt noch einen Klebestreifen dran, weil es nicht symmetrisch ist. Ich wusste das. Panda, 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 Panda. Und in die Richtung Panda, 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 Panda. Da unten steht auch Panda, bei dir auch Panda. Oh ja. Da jetzt sind wir hier bei so einer Kapelle. Oh, guck mal, die sehen ja witzig aus. Wie so kleine Hütchen. Katzenparty. So, auf geht's, Messersuche. Wir gehen jetzt kurz noch in Decathlon, weil wir brauchen noch ein, zwei Sachen, damit wir unsere Früchte auch gut essen können. Mhm. Und dann essen wir die. Ja, zum Beispiel hier so ein Opinel, weißt du? So ein ganz kleines Opinel. Vielleicht gibt's das noch kleiner.